Aber eine Sache, auf die ich dich aufmerksam machen möchte und die du mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht über Robert T. Kiyosaki wusstest, ist, dass er niemals einen reichen Vater hatte. What? Bro, what are you talking about, man? Hey, was geht ab, Ignaz hier? Wenn du auf der Suche nach Büchern bist, die dir dabei helfen, die Themen Geld, Finanzen, Unternehmertum und vor allen Dingen auch Online-Unternehmertum besser zu verstehen, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn ich werde dir jetzt in diesem Video ein paar Bücher zeigen, die ich in den letzten paar Monaten gelesen habe und ich denke, dass sie dir wirklich dabei weiterhelfen werden, ein noch besserer Online-Unternehmer zu werden. Und wenn du noch ganz, ganz neu auf diesem Channel bist, dann lass mich dir sagen, dass ich hier regelmäßig Videos zum Thema Geld, Mindset und Online-Geld verdienen rausbringe. Also, wenn das etwas ist, das dich interessiert, dann vergiss nicht, den Channel einmal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und da es ziemlich viele Bücher sind und ich den Rahmen dieses Videos hier nicht komplett sprengen will, werde ich jeweils nur ganz, ganz kurz auf die Bücher eingehen, wenn überhaupt. Auf jeden Fall sind all die Bücher, die ich jetzt gleich vorstelle, eine absolute Empfehlung von mir. Ich gebe so ziemlich jedem Buch 5 Sterne. Und wir starten jetzt einmal mit dem ersten Buch. Das ist wahrscheinlich das bekannteste von allen. Kennst du wahrscheinlich schon. Der reichste Mann von Babylon. Erfolgsgeheimnisse der Antike. Und im Prinzip ist es aufgebaut wie ein Roman. Daher ist es auch nicht langweilig, wenn man es liest. Und es enthält zahlreiche Prinzipien, wie du dafür sorgen kannst, dass du nie wieder ein leeres Bankkonto hast. Also als ich das gelesen habe, habe ich zum ersten Mal das Prinzip verstanden, wenn jemand sagt, bezahle dich zuerst selbst, bevor du jemand anderen bezahlst. In dem Fall ist die Rede einfach davon, dass man sich jedes Mal, wenn man Geld verdient, 10% von den Einnahmen abzieht und diese dann zum einen für sich selbst behält, also sprich sich selber bezahlt. Und sobald man kluge Investitionsmöglichkeiten gefunden hat, dieses Geld dann auch investiert, damit man später größere Einnahmen erzielen kann. Dieses Prinzip ist übrigens mit inbegriffen beim 7-Konten-Modell. Dazu habe ich ja schon mal ein Video herausgebracht. Verlinke ich dir oben jetzt auch hier einmal in der Infobox. Und alle Bücher, die ich dir jetzt vorstelle, findest du natürlich unten auch in der Beschreibung. Das nächste ist der E-Myth Revisited. Revisited. Das habe ich hingekriegt. Why most small businesses don't work and what to do about it. Ja, warum die meisten kleinen Unternehmer oder kleine Unternehmen nicht funktionieren und was man dagegen tun kann, das Buch ist Gold wert. Falls du kein Englisch kannst, gibt es auch ein deutsches Äquivalent zu diesem Buch. Das werde ich dir jetzt hier einmal zeigen. Das Buch habe ich auch schon einmal durch. Ich habe es allerdings nicht gelesen, sondern als Hörbuch mir reingezogen. Und im Prinzip könnte man behaupten, dass beide Bücher denselben Inhalt teilen. Das nächste ist Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Ich weiß nur, als ich das erste Mal gelesen habe, haben die ersten Seiten mich so gefesselt und ich habe mich so angesprochen gefühlt, dass ich wirklich komplett einmal durchgelesen habe in einem Atemzug. Und das wohl bekannteste Buch von Bodo Schäfer ist natürlich Der Weg zur finanziellen Freiheit. Vergleichbar mit Rich Dad, Poor Dad und im deutschen Markt eigentlich schon gar nicht mehr wegzudenken. Das nächste ist ein englisches Buch, heißt ein bisschen komisch, ich weiß, aber lass dich bitte nicht vom Titel täuschen. Das heißt The One Minute Millionaire, The Story That Transforms your life and makes you rich. Dieses Buch ist der absolute Wahnsinn und zwar deshalb, weil, ich versuch's mal in die Kamera irgendwie einzufangen, auf der linken Seite siehst du, also im Prinzip sind es eigentlich zwei Bücher in einem, auf der linken Seite siehst du jeweils ein Ratgeberbuch, ja, und auf der rechten Seite siehst du immer jeweils eine fiktive Geschichte. Ja, also sprich, die rechte Seite des Buches ist eigentlich ein Buch für sich und zwar eine fiktive Geschichte. Und ich finde, diese Story ist so geil gemacht, man müsste eigentlich einen Film davon drehen. Während du auf der linken Seite immer wieder in einer Ratgebermanier Ratschläge dafür bekommst, wie man das, was rechts geschrieben ist, umsetzen kann. Und am besten liest man dieses Buch, indem man erstmal den Ratgeberpart liest auf der linken Seite oder erstmal die fiktive Geschichte auf der rechten Seite und dann später zum Schluss die andere Hälfte. Wenn man sich das Ganze als Hörbuch reinzieht, so wie ich es gemacht habe, dann hört man zunächst einmal die Ratgeberversion und danach die fiktive Geschichte. Und das Geile ist, es handelt nicht einfach nur von Mindset, sondern es behandelt auch wirklich Online-Business, es behandelt, was war noch drin? Es behandelt das Thema, wie man offline ein Produkt erstellt und verkauft. Es behandelt Immobilien. Und ich glaube noch eine letzte Sache, die mir gerade irgendwie nicht einfallen will. Und das nächste Buch ist von T. Harv Eker. So denken Millionäre und ich weiß. Der Titel ist mega strange. Im englischen Original heißt das Ganze The Millionaire Mindset. Und hier zeigt T. Harv Eker einfach auf, ja, ich brauch's gar nicht erklären, die Beziehung zwischen deinem Kopf und deinem Kontostand. Und meine persönliche Meinung ist einfach, vergiss alle anderen Bücher über Mindset in Bezug auf Geld. Das hier ist Gold wert. Das nächste Buch ist von Ryan Holiday, der ewige Bestseller, die Kunst etwas zu erschaffen und zu vermarkten, das für immer bleibt und sich ewig verkauft. Und bitte lass dich nicht täuschen vom Titel, wie das manchmal bei Büchern so ist. Es geht beim ewigen Bestseller nicht einfach nur um Bücher, ja, wie man Bücher erstellt, die in ewiger Bestseller bleiben, sondern es geht um alle Produkte.
Und eine Sache, die ich nicht erwartet hätte hier zu finden, ist die Message, wie unglaublich wichtig es ist, sich eine eigene E-Mail-Liste aufzubauen. Was haben wir hier noch? Madame Moneypenny, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Falls du eine Frau bist, das ist ein Buch für dich. Man könnte so ein bisschen sagen, Robert T. Kiyosaki oder Bodo Schäfer, extra für Frauen. Dann haben wir noch Launch von Jeff Walker, also sprich das geheime Formular eines Internetmillionärs, um so ziemlich alles online zu verkaufen, sich ein Business aufzubauen, das man liebt und das Leben seiner Träume zu leben. Und hier liegt dann auch wieder ein ziemlich krasser Fokus darauf, dass man sich eine eigene E-Mail-Liste aufbaut. Und wenn man den ganzen Prozess von Funnel dann einmal erstellt hat, einfach nur noch auf Launch zu drücken. Und dann zu sehen, wie das Bankkonto immer voller und voller wird. Genauso wie mein Tisch hier auch übelst überquillt. Ja, also das ist absolute Wahnsinn hier. So, der nächste ist ziemlich schwer. Einmal das schöne große Gesicht von Tony Robbins hier. Money, die 7 einfachen Schritte zur finanziellen Freiheit. Einfach ist immer so ein Wort, was gerne verwendet wird. Und im Prinzip geht es hier auch zum Großteil eigentlich um Aktien und den altbewährten Zinseszinseffekt. Man könnte also sagen, dass es eine ziemlich fette Zusammenfassung ist über das Thema Geld. Empfehle ich auch auf jeden Fall. Dann haben wir einmal The One Thing, ja, die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Seltsamer Titel, im Prinzip geht es einfach darum, dass du dich auf eine Sache fokussierst und diese voll durchziehst und dich nicht ablenken lässt durch den Mythos des Multitaskings. Auch auf jeden Fall richtig geil. Dann als nächstes reicher als die, ja eigentlich nicht XXX, sondern eigentlich reicher als die Geisens von Alex Düsseldorf Fischer. Das Lustige ist, im Buch soll es eigentlich über Immobilien gehen und ich zeig dir mal kurz, wie viel du ungefähr über Immobilien lernen wirst. Ungefähr so viel vom ganzen Buch. Was das Buch aber, finde ich, persönlich so wertvoll macht, ist nicht die Immobilientipps, die kaum vorhanden sind, sondern es geht viel mehr um das Mindset hinter dem Erfolg, sei das jetzt offline oder online. Ich finde, man kann halt das, was man hier lernt, auch in einem Online-Business anwenden. Deshalb hat das auch einen Platz in meinem Bücherregal verdient. Die nächsten 3 Bücher werde ich komplett umhauen, insofern du Englisch sprechen kannst. Bam, da haben wir einmal Dotcom Secrets von Russell Branson. Dann haben wir Expert Secrets von Russell Branson. Und dann haben wir Traffic Secrets von Russell Branson. Das bin ich gerade noch dabei zu lesen. Bin jetzt ungefähr ein bisschen weiter als die Hälfte. Aber alle 3 Bücher, also wenn du online Geld verdienen lernen willst, diese 3 Bücher sind dann eine absolute Goldgrube. Während es in Dotcom Secrets um Funnel Building und Modeling geht, geht es in Expert Secrets eigentlich darum, dass du dich authentisch darstellen sollst, damit deine Funnel sich auch mit den richtigen Kunden füllen. Und Traffic Secrets, ja, es geht halt um Traffic. Dann haben wir einmal ein eigentlich relativ ziemlich unbekanntes Buch, wie ich finde, der Go-Giver. Eine kleine Geschichte über eine kraftvolle Geschäftsidee. Und im Prinzip geht es eigentlich darum, dass man lernt, in seinem Business zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben. Und das am besten auf eine Art und Weise, ohne irgendetwas zu verlangen. Dann haben wir einmal Eat the Frog von Brian Tracy, wem sonst. 21 Wege, wie sie in weniger Zeit mehr erreichen können. Und um das mal runterzubrechen, geht es im Buch eigentlich darum, dass du dir die Dinge heraussuchst, die eigentlich die größten Resultate erzielen in deinem Business und an diesen immer jeden Tag als allererstes arbeitest, bevor du dich dann später an irgendwelche anderen Aufgaben klemmst. Denn auf diese Art und Weise hast du deine Energie und deinen Fokus und deine Produktivität schon mal in das reingebracht, was dir auch später die größten Erfolge bringt. Dann haben wir einmal Click Millionaires von Scott Fox, also wirklich durch und durch ein Buch übers Online-Business. Und das Geile ist, ich kann es jetzt gerade leider nicht finden, aber die Jungs, die, ich glaube es heißt Jimdo, erfunden haben, also sprich dieser eine komische halbnackte Frosch, der auf seinem Motorrad durch die Gegend rast und die ganze Zeit irgendwelche komischen Töne von sich gibt, welche früher in Deutschland ja als noch Klingeltöne irgendwie interessant waren, dafür gesorgt hat, dass die 2 Unternehmer, welche auch Brüder sind, glaube ich, damit eine Menge Geld verdient haben. Dann einmal, wieso ist das so klebrig, keine Ahnung, Fuck You Money von Dan Locke. Untertitel, mega geil, Make as much money as you damn well want and live your life as you damn well please. Ziemlich reißerischer Titel. Und ich glaube, ich habe auf jeder Seite einen Knick gemacht, irgendwas unterstrichen und irgendwas markiert. Also es gibt wirklich kein anderes Buch, bei dem ich so ziemlich auf jeder Seite irgendwie irgendwas markiert habe oder die Seite irgendwie hier so einen Knick bekommen hat. Mega geile Sache. Man könnte sich
Man könnte natürlich jetzt ein bisschen darüber streiten, über Dan Lok, seine Persönlichkeit und die Art und Weise, wie er in Wahrheit sein Geld verdient. Aber das soll vielleicht mal ein Thema für ein anderes Video sein. Dann haben wir von MJ DeMarco, ich habe es eigentlich schon in einem meiner anderen Videos auch gezeigt. Link zum Video findest du hier oben in der Infobox. Trotzdem sage ich es nochmal, The Millionaire Fastlane cracked the code to wealth and live rich for a lifetime. Dazu gibt es noch ein anderes Buch von MJ DeMarco, und zwar Unscripted. Und diese beiden Bücher sind deshalb so extrem geil, weil in den meisten Finanzbüchern, sei das in Deutschland oder in Amerika, die es auf dem Markt gibt, die man kaufen und lesen kann, geht's meist eigentlich darum, wie du auf eine relativ langsame Art und Weise Geld verdienen kannst. Oder auf eine relativ langsame Art und Weise reich werden kannst. Und zwar, da wird meist der Fokus auf Aktien gelegt und auf den sogenannten Zinseszinseffekt. Während hier Aktien komplett zerstört werden, die Gesellschaft komplett zerstört wird und so welche gängigen Finanzbücher auch ihr Fettback kriegen und in meinen Augen hier Wege gezeigt werden, gerade im Bereich Online-Business, welche einem tatsächlich dabei helfen, relativ schnell sehr viel Geld zu verdienen. So, dann haben wir einmal hier den völligen Klassiker Rich Dad, Poor Dad von Robert T. Kiyosaki, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Höchstwahrscheinlich hast du es schon gelesen, falls du noch nicht gemacht hast, unten findest du einen Link in der Beschreibung. Aber eine Sache, auf die ich dich aufmerksam machen möchte und die du mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht über Robert T. Kiyosaki wusstest, ist, dass er niemals einen reichen Vater hatte. What? Bro, what are you talking about, man? Tatsächlich, ich werde hier unten auch nochmal eine Quelle verlinken oder mehrere Quellen verlinken, die darüber sprechen, dass Robert T. Kiyosaki anscheinend nie einen reichen Vater hatte. Und dass er selbst gesagt hat, in mehreren Interviews oder in einem speziellen Interview eigentlich, als er darüber gefragt wurde, wer denn sein reicher Vater war, er darauf geantwortet hat, ist Harry Potter eine echte Figur? Vielleicht sollten wir meinen reichen Vater einfach eher wie Harry Potter betrachten. Das waren seine Worte. Und es gibt viele Beweise dafür, dass er anscheinend gar keinen reichen Vater hatte, sondern sich das Ganze eigentlich nur ausgedacht hat, um die Geschichte besser darzustellen. Aber nichtsdestotrotz habe ich diesem Buch eine Menge zu verdanken, vor allen Dingen einen relativ großen Mindset-Shift. Und deswegen werde ich es hier auch nicht schlecht reden. So, die letzten zwei Bücher sind die Autobiografie von Richard Branson, einmal Losing My Virginity, nein, das hat nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun, und einmal Finding My Virginity. Und die Sache mit Richard Branson ist folgende. Ich habe so oft von irgendwelchen Online-Unternehmern gehört, wie Richard Branson ihnen ein Vorbild ist. Und ich habe es nie wirklich verstanden, warum, bis ich seine erste Autobiografie gelesen habe. Und auch wenn es die ersten, ich glaube, 20 Seiten ziemlich langweilig war für mich persönlich, habe ich dann in den folgenden Kapiteln erst so wirklich realisiert, warum so viele Unternehmer, online, offline, völlig egal, Richard Branson als solch ein großes Vorbild ansehen. Und inzwischen ist er aus unternehmerischer Sicht auch zu einem mega großen Vorbild für mich geworden. Und das war es jetzt auch erstmal mit den Büchern, die ich dir vorstellen wollte. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Falls nicht, hinterlass mir gerne ein Dislike. Am besten klickst du zweimal drauf, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und hier geht's jetzt auch irgendwo zu weiteren Videos von mir. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich bald auf meinem Channel wiedersehe. Dafür am besten einmal Channel abonnieren und auf die Glocke klicken. Du weißt, wie das Spiel funktioniert. Und ich freue mich schon sehr darauf, dich bald wiederzusehen. Bis dahin.